kein Tag, an dem nicht erbittert über die Kölner Silvesternacht und die Konsequenzen daraus gestritten wird. 1000 Kriminelle haben im Grunde geschafft, ein ganzes Land aufzuwühlen. Und wie gefährlich viel von dem ist, was da im Namen der neuen vermeintlichen Ehrlichkeit über Ausländer erzählt wird, zeigt ihre Geschichte. Sie ist Muslima und sie ist Marokkanerin. Und sie sagt, seit Silvester geht es nur noch um meine Herkunft und berichtet von Hassbriefen und Drohungen. Was die Hassbriefschreiber allerdings übersehen, sie ist auch Bundeswehrsoldatin und sehr stolz darauf. Sollen wir, fragt sie, wegen ein paar Krimineller jetzt wirklich alles hinschmeißen? Man kann ja nicht Vorsitzender des Vegetarierbundes sein und dann sofort zur nächsten Schnitzelbude laufen, wenn mal im Kühlschrank eine gammelige Gurke liegt. Herzlich willkommen, Nariman Reinke. Freue mich sehr. Und ich würde gerne einen Teil dessen, was Sie vor kurzem geschrieben haben, veröffentlichen. Sie sind Muslima, ich habe das schon gesagt, Marokkanerin, also Sie sind eigentlich Deutsche, ne? Ich bin Deutsche. Genau, aber Kind marokkanischer Einwanderer. Genau. Und werden also die ganze Zeit auf diese Herkunft im Grunde reduziert. Und Sie haben Folgendes geschrieben nach den Vorkommnissen in Köln. Ich bin Deutsch und ich bin Muslima. Meine Eltern kommen aus Marokko. Und wenn ich höre, dass manche der Verbrecher von Köln aus Marokko kommen sollen, dann wird mir schlecht. Dafür gibt es weder eine Marokko noch eine islamspezifische Entschuldigung oder Erklärung. Vergewaltigung ist auch in Marokko strafbar und die Entehrung einer Frau ist für jeden Muslim eine sehr, sehr schwerwiegende und schlimme Tat. Dem würde jeder genauso zustimmen. Trotzdem die Frage, warum fühlten Sie sich genötigt, genau das so zu schreiben? Warum musste man das klarstellen? Ja, nun, ich bin durch meine Tätigkeit bei Deutscher Soldat schon länger in ehrenamtlich tätig und für Sie sind Bundeswehrsoldatin, ne? Bundeswehrsoldatin, aber ich habe das natürlich veröffentlicht in der Funktion als stellvertretende Vorsitzende Deutscher Soldat. Mhm. Und für mich, ich konnte es nicht mehr hören. Ich wurde ständig damit immer konfrontiert. Ja, die Marokkaner sind so und so. Es wurde auf einmal wieder eine Schublade aufgerissen, wo alle Menschen einer Herkunft reingeschmissen worden sind. Und auf einmal sind alle Marokkaner Verbrecher, Vergewaltiger und überhaupt ganz schlimme Menschen. Ich möchte nicht abtun. Das habe ich auch gesagt. Mir wird schlecht dabei. Was den Frauen dort passiert ist, ich kann das nicht in keinster Weise nachvollziehen oder mitfühlen. Es tut mir unendlich leid. Und ich schäme mich natürlich, dass viele von diesen Verbrechern aus Marokko kommen sollen. Aber ich konnte es einfach nicht mehr hören. Gab es diesen einen Moment, in dem Ihnen der Kragen geplatzt ist? Was hat das ausgelöst? Ich hatte erstmal ganz viele Diskussionen. Es wird an der Religion und an der Kultur festgemacht. Es gibt meines Wissens, und da werden Sie mir sicherlich auch zustimmen oder berichtigen Sie mich, es gibt keine Kultur und auch keine Religion, wo Vergewaltigung eine Tradition ist. Das, denke ich, trifft wohl schon zu. Mir ist der Kragen geplatzt, weil ständig immer alle reingeworfen worden sind. Und zum guter Letzt hat ein ehemaliger Freund auf meiner privaten Facebook-Seite einen Speck-BH gepostet. Einen Speck-BH? Ja, genau, einen Speck-BH. Er fand das witzig. Ich finde viele Sachen auch lustig. Ich kann auch lachen, ich kann austeilen und einstecken. Das fand ich nicht witzig. Also was sollte die Idee sein? Das ist Schweinefleisch und sozusagen... Das war als Abschreckung für den Kölner Karneval. Ja. Wenn die Frauen demnächst einen Speck-BH tragen... Axel Milberg während des verdreht Kölner auch schon Karnevals, dann werden sie ja, weil es Speck ist, das ist ja vom Schwein, schon klar, und Muslimfest, ja, macht ja alles, ne? Aber ja, er fässt kein Schwein an und deswegen sollte man einen Speck-BH tragen. Mhm. Also. Welche Reaktionen gab es darauf? Das war ja ein sehr ehrliches Wort, das Sie da gesprochen haben. Welche Reaktion gab es darauf? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin gerade im Urlaub und dadurch, dass ich ganz weit weg stationiert bin, habe ich mal andere Sachen zu tun. Mhm. Ne? Da freut man sich, wenn man mal zu Hause ist. Ich habe das nur ein paar Stunden dann mal verfolgt und dann habe ich es auch weggelegt. Mhm. Ich bin keiner von den Menschen, die die ganze Zeit das Handy in der Hand hat und die Facebook-Seite verfolgt. Mhm. Und irgendwann abends habe ich dann 1000 Nachrichten bekommen und toll und das E-Mail-Postfach ist übergequollen und es wurde auf einmal tausendfach geteilt. Ich glaube, wir sind ja schon bei, also auf jeden Fall bei über 8000. Ich habe nicht mehr geguckt. Ungefähr 2 Millionen Menschen haben Ihren
Kommentar gelesen. Ja. Das ist eine sehr beeindruckende Zahl. Wir haben in der vergangenen Woche mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime gesprochen, mit Herrn Masek, der sagte, dass sie die Geschäftsstelle zeitweise schließen mussten, weil sie konfrontiert waren mit derart üblen Beschimpfungen, mit Hass und mit Wut. Das heißt, alles hat sich sozusagen über diese Geschäftsstelle ergossen. Wie haben Sie das erlebt? Ich habe halt unnötige Diskussionen geführt, die unnötig waren. Und musste Wut auffangen auf meine Herkunft, die total unnötig ist. Mhm. Ich denke, mehr Integration geht nicht. Als Bundeswehrsoldatin zu sein, auch für dieses Land seinen Kopf in Afghanistan, wo Sie auch mehrfach waren, hinzuhalten und gleichzeitig diesen Hintergrund zu haben, würde Sie gerne fragen, was ist denn das für ein Gefühl? Eben waren wir auch schon wieder auf der Ebene, gleich zu Beginn des Gesprächs. Wenn du hier geboren bist und ständig darauf reduziert bist, dass du doch eigentlich Marokkanerin bist. Also wenn Sie sagen, ich bin Deutsche, dann kommt wahrscheinlich als zweite Nachfrage, ja, ja, weiß ich, aber jetzt richtig. Ja. Na? Wo sind Sie denn geboren, fragt man mich. Dann sage ich immer, ja, in Hannover. Ach so, ja, und so richtig? Na ja, so richtig geboren bin ich in Hannover. Mhm. Ja, das heißt, Ihre Eltern, wie nehmen die das denn wahr? Die kamen als Gastarbeiter irgendwann in dieses Land. Ja, mein Vater kam als Gastarbeiter. Sie ist sozusagen eingeladen worden, wenn man so will. Ja. Ne? Wie reden die darüber? Wie tauschen die sich darüber aus? Es ist natürlich für meine Eltern relativ schwierig. Mein Vater spricht mehrere so Sprachen, spricht ein perfektes Deutsch. Was macht Ihr Vater? Ist Rentner. Aber vorher, was hat er beruflich gemacht? Er war Schweißer. Mhm. Und ja, und wird ständig dann, er hört jetzt ein bisschen schlecht, ist ein bisschen älter und hört jetzt ein bisschen schlecht und dann denken immer alle, er versteht sie nicht. Und es ist ganz witzig, wie Menschen dann mit einem reden, wenn sie mal denken, das versteht er, dann reden sie auf einmal ganz laut und wenn er das hört er ja dann und dann fragt er immer, warum reden sie denn so gebrochen Deutsch? Ja, das ist ein ganz witziges Phänomen, dass man mit Menschen, weil man denkt, dass die einen nicht verstehen, auf einmal. Aber haben Sie das Gefühl, mit anderen Worten, Sie werden da im Moment in Sippenhaft genommen? Ja, ja, ganz klar. Sonst hätte ich das auch nicht geschrieben. Mhm. Ja. Man muss sich auch denken, es gibt über 12.000 Soldaten, das ist die offizielle Zahl, die ich weiß, mit Migrationshintergrund, die geschworen haben, diesem Land treu zu dienen und im Ernstfall auch sein Leben dafür zu geben. Und ich war selbst in Afghanistan, das ist nicht weit entfernt. Mhm. Und dann darauf reduziert zu werden, wenn Sie sich so ein paar Kommentare unter dem Facebook-Post durchlesen, ein Stück Papier macht noch lange keine Deutsche aus ihr. Wenn sie gegen ihre eigenen Landsleute kämpfen müsste, meine eigenen Landsleute sind sie. Also ich würde nicht gegen sie kämpfen, ich diene in dieser Armee. Und dann würde sie dann sicherlich da überlaufen. Ich habe keine Ahnung, wie viel meine persönliche Meinung, wie viel menschliche Dummheit in einem so hochentwickelten Land leben muss, was einem Bildung ohne Ende zur Verfügung stellt. Es gibt ja eine Schulpflicht und dann kommt sowas. Das kann ich nicht verstehen. Was bedeutet Ihnen das? Letzte Frage. Was bedeutet es Ihnen, mal ganz direkt gefragt, was bedeutet es Ihnen, Soldatin zu sein? Für mich bedeutet das viel. Die Bundeswehr ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Herkunft und jetzt auch endlich das Geschlecht keine Rolle spielt. Wir dienen zusammen, wir sitzen zusammen im Wald, wir stinken zusammen. Ist ja manchmal so, wir sind unterwegs in der Wüste und schwitzen zusammen. Wir haben zusammen Angst, wir haben zusammen Respekt. Mhm. Wir halten zusammen. Wenn jemand nicht mehr kann, wird er getragen und da guckt keiner. Welche Religion, welche Kultur, welche Hautfarbe, ist er klein, groß? Wenn er dick ist, ist es manchmal ein bisschen schlecht, weil schwer ne, zum Tragen, aber da muss man eben durch. Wir stehen zueinander. Was geht Ihnen, bevor wir gleich zu Frau Budde kommen, denn durch den Kopf, wenn Sie den SPD-Parteivorsitzenden hören, der sagt, Marokkaner, Kriminelle müssen jetzt mal ganz dringend und sofort und so schnell wie möglich abgeschoben werden? Kriminelle, die so schwere Taten wie in Köln begehen,
dass, wie man mit ihnen umgeht, dass sie schwer bestraft werden sollten, das auf jeden Fall. Es gibt aber ein Grundrecht auf Asyl und das sind unsere Werte, die wir hier, die auch ich verteidige. Und ich denke auch, dass da die Kanzlerin komplett recht hat. Also, und dass das auch so weitergeführt werden sollte und sich auch die Kanzlerin dadurch, die Bundeskanzlerin dadurch auch nicht unterkriegen lassen sollte, was aus den Reihen kommt. Was der Vizekanzler jetzt sagt, ich stehe dem mit, ich kann das nicht unterschreiben. Das ist meine persönliche Meinung. Ich kann das nicht unterschreiben. Sie stehen